der Rückhand verbessert hat, auch das passive Spiel verbessert hat, aber das ist normalerweise der Schlüssel zum Erfolg, dass man selbst Vorhand trotzdem spielt, dass man selbst ihn in die tiefe Vorhand schicken kann, weil von der Rückhandseite ist generell, dass die Chinesen dort immer sehr, sehr gut sind und das ist auch bei ihm das auch so. Klare Analyse von Jörg Roskopf, aber dennoch wurde Ma Wenge zunächst einmal seiner Favoritenrolle gerecht. 21:16, das Ergebnis im ersten Satz nach ständiger Führung, aber dann im zweiten, da drehte Roskopf den Spieß um, dominierte ganz klar und setzte sich mit 21:10 sicher durch. Jetzt also der entscheidende, der dritte Durchgang. Aufschlag wieder bei Ma Wenge, der zuletzt seinen Vertrag verlängert hat. Bis zum Jahr 2000 bleibt er in Ochsenhausen, fühlt sich sehr wohl mit seiner vor kurzem angewachsenen Familie. Hat gerade einen Sohn bekommen, der auf den Namen Bruce hört. Allerdings muss dieser Name noch von oberster Stelle bestätigt werden, und zwar vom Buddha in China. Das klingt ein bisschen seltsam, aber so ist das nun mal. Ma Wenge also nur mit einem vorläufig Bruce genannten Sohn. Der Grosskopf, das fiel auf. Immer dann kam er gut ins Spiel, wenn er nicht Ma Wenge diagonal in die Vorhand spielte, dann der Chinese mit Vorteilen. Aber hier in diesem dritten, Jörg Grosskopf mit einer insgesamt sehr, sehr ordentlichen und konzentrierten Leistung. Ma Wenge im Moment Platz 17 in der Weltrangliste. Also schon ein harter Brocken für Jörg Roskopf, der ja immer so zwischen Platz 10 und 15 in der Weltrangliste pendelt und sich zum großen Ziel gesetzt hat. Sydney 2000, die Olympischen Spiele, da möchte er gerne nochmal richtig zuschlagen. Dazu die Europameisterschaften im eigenen Lande. Also das Jahr 2000, das vielleicht Krönung und Abschluss der Karriere von Jörg Roskopf. Der Chinese natürlich jemand, genauso wie sein deutscher Gegner, der bedingungslos auf Angriffsspiel immer wieder die Möglichkeit sucht, den Ballwechsel schnell zu beenden. Auch hier wieder. Die Rückhandpeitsche sicherlich. Der Aushängeschlag von Jörg Roskopf, der im Aufschlag sicherlich noch Verbesserungsmöglichkeiten hat. Das hat uns auch Trainer Mario Amisic noch einmal bestätigt. Aber von der Einstellung her, von der Willensstärke her, da gibt es wahrscheinlich keinen vorbildlicheren Profi als Jörg Roskopf. Aufschlag nun wieder bei Ma Wenge, der immerhin zur erfolgreichen Mannschaft gehörte 1995, als die Chinesen Weltmeister wurden. Und auch schon Bronze gewann bei der WM 91 im Heimatland. Also das ist schon einer der ganz, ganz gehobenen Kategorie. Ma Wenge, der inzwischen 30-Jährige, der seit 1997 wieder in Ochsenhausen spielt. Davor stand er beim belgischen Topclub Royal Villette Charleroi unter Vertrag. Relativ ungewöhnlich in diesem dritten Satz. Ein vergleichsweise leichter Fehler von Jörg Roskopf, der durchaus einige Fans im Hintergrund zur Unterstützung dabei hat. Und auch das fiel uns auf. Gegen den aufschlagenden Ma Wenge konnte Jörg Roskopf im dritten Satz immer 3 Punkte verbuchen. Und das ist natürlich die halbe Miete, wenn man dem Gegner beim Aufschlag immer ein Pünktchen mehr abnimmt, als er selber machen kann. Vielleicht das auch der Grundstein zum erfolgreichen Spiel von Jörg Roskopf in diesem Match. 13:7 mittlerweile die Führung für den Deutschen, der sich natürlich Selbstvertrauen geholt hat bei diesem European Masters Cup in Aalen, als er einen weiteren Angstgegner schlug, nämlich den Weltmeister Jan-Ove Waldner aus Schweden. Roskopf natürlich auch ein ganz großes Vorbild der jungen Spieler in Düsseldorf, vor allem Michael Mays. Er steht immer mit ganz großen Augen daneben, wenn Roskopf und Samsonov im Training gegeneinander spielen. Eine Lehrzeit natürlich für den jungen Dänen, aber ganz sicher das große Vorbild Roskopf. Vielleicht noch mehr als Samsonov, denn der
sagt Amisic, der Trainer. Der ist ja auch noch ein ganz, ganz junger Spieler mit seinen gerade mal 22. Marwenge, 9 zu 14 liegt er hinten. Ungewohnt für ihn gegen Roskopf, den er immer so gut im Griff hatte. Allerdings, das muss man auch sagen, beim letzten Aufeinandertreffen, da war es schon ganz, ganz eng für den Chinesen. 23 zu 21 beim letzten Bundesliga-Aufeinandertreffen. Hier wieder die Vorhand von Marwenge. Erfolglos, Punktgewinn für Jörg Roskopf. 10, 15, Aufschlag mal. Klare Führung jetzt. Und wie gesagt, beim Aufschlag von Marwenge Roskopf ganz konzentriert und auch erfolgreich. 10, 16. Das ist ein bisschen das Problem des Chinesen. Er ist spielerisch ganz, ganz stark, kann wirklich jeden in der Bundesliga schlagen. Aber das Nervenkostüm, das ist nicht so gut gestrickt. Da muss er immer wieder auch mal Auszeichen sozusagen nehmen. Gibt immer wieder auch mal große Phasenpunkte, fast kampflos ab, so scheint es. Und dann dauert es meistens noch einige Minuten, bis er wieder so richtig da ist. Schwer zu trainieren, das sagt auch sein Trainer. Da hat man gesehen in dieser Zeitlupe, dass die Rückhand sicherlich nicht Marwenges Paradeschlag ist. Und schauen Sie mal, wie er sich da aufbaut, der Jörg Roskopf, auch ein Motivationskünstler. 17 zu 13 jetzt in diesem Moment die Führung für den nun wieder aufschlagenden Deutschen. Trotz aller Erfolge der jüngsten Vergangenheit, am meisten ist natürlich den deutschen Tischtennisfans haften geblieben. Diese Weltmeisterschaft 1989 im Doppel in Dortmund mit Steffen Fetzner. 9 Jahre ist das her. Manche glauben, es wäre erst gestern. Es war einfach ein zu markantes Bild damals. Die beiden in der überfüllten Westfalenhalle Weltmeister im Doppel. Aber Jörg Roskopf hat das natürlich längst abgehakt. Vergessen kann er das so nicht. Europameister auch im Einzel schon gewesen. Und das große Ziel, 99, die Weltmeisterschaften in Belgrad. Da will er nochmal richtig zuschlagen. Jetzt will er erstmal dieses Spiel hier gewinnen. 18-14 die Führung. Knallhart die Vorhand. Und Andreas Preuß, der Manager und gleichzeitig auch ein bisschen der Betreuer in diesem Match. Natürlich sehr, sehr zufrieden mit seinem Aushängeschild. Und hier sind sie, die Matchbälle. Marwenge erneut mit einem vergleichsweise leichten Fehler. Da hatte Roskopf ihn so ein bisschen den Zahn gezogen. 15-20, Aufschlag nach. Einen kann er abwehren, Marwenge. Aber Jörg Roskopf, ganz, ganz dicht steht er vor einem wichtigen Sieg. Denn das ist ja auch eine Kopfgeschichte, wenn man gegen den gleichen Mann 6-mal in Folge verliert. Dann dauert es meistens, bis man auch psychisch in der Lage ist, zu sagen, den kann ich schlagen. Jörg Roskopf kann ihn schlagen, Marwenge. 5 Matchbälle. Die Ermahnung an sich selbst. Sie haben den Ausruf von Roskopf sicher gehört. Aber immer noch 4 Matchbälle für Roskopf. Aber die braucht er nicht. Er gewinnt dieses Match. Mit 21 zu 16, ein ganz, ganz wichtiger Punkt für Borussia Düsseldorf gegen Ochsenhausen. Gleichermaßen natürlich Enttäuschung bei den Gastgebern, denn diesen Sieg von Marwenge gegen Roskopf, den hatte man eigentlich doch fest einkalkuliert. Und der Blick von Roskopf geht natürlich hinüber auf die andere Seite. Da spielte Wladimir Samsonov und um den brauchte man